So, dann schauen wir doch mal, was hier alles so drin ist. Ein Gatling-Maschinengewehr. Das ist richtiges Kriegsgerät. Kisten voller Waffen. Diese Kette ist einige Yards lang. Ja, die kann ich gebrauchen. Was haben wir hier? Nagelneue Pistolen. Sonst noch irgendwas Interessantes? Nagelneu. Hier war doch noch was. Ah, da hinten? Nee. Okay. So, wir haben eine Kette bekommen. Eine Kette. Können wir da die Kette dran? Hier gehört eigentlich ein Zahnrad hin. Ja, dachte ich mir schon. Okay, ich brauche immer noch ein Zahnrad. Das liegt bestimmt unten in der Truhe. Diese Wand klingt hohl. Ach ja, da haben wir auch noch was. Diese Wand klingt hohl. Ja, mach das doch mit dem Ding da. Diese offen. Wand. Diese Wand sieht nicht besonders stabil aus. Kann ich vielleicht von außen? Aha. Merkwürdig. Diese Öffnung wurde mit Brettern abgedeckt. Aber ich bin mir sicher, dass ich da von drinnen nichts gesehen habe. Ja doch, deshalb ist die Wand ja hohl. Watson scheint alles unter Kontrolle zu haben. Ausgezeichnet. Ja, 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 toll, 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 toll. So. Was können wir jetzt mit dem Kram machen? Ich kann Watson. Ich habe ein Seil und eine Kette. Oh. Der Mahlstein scheint in einem guten Zustand zu sein. Perfekt. Ja, ja. Und nun? Hier kann ich nichts machen. Diese Wand klingt hohl. Okay. Ich dachte jetzt mit der Kette und der Schnur, dass ich die Wand einreiße, aber das ist vielleicht zu weit hergeholt. Aber sonst noch irgendwas hier oben? Nein. Mir fehlt immer noch der Mahlstein. Das Zahnrad meine ich. Ist auch nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Nein, lieber nicht. Okay, lieber nicht. Hier muss ich auch nicht hin. Wieso kann ich nicht hier einen mitnehmen? Okay, hier scheint wirklich nichts mehr zu sein. Ja, nun, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Mmh.
Watson? Ich kann Watson rufen. Ich kann Watson. Okay, ich kann ihn rufen, aber ich brauche ihn nicht. Ich weiß zwar nicht, was da oben vor sich geht, aber das Mehl lässt es mich in etwa erahnen. Aha. Oh, praktisch. Das ist praktisch. Danke. Danke, Holmes. So, jetzt können wir ein bisschen ins Mehl. Drei Knöpfe sind fettiger als die anderen. Deswegen bleibt das Mehl dort kleben. Drei Knöpfe sind fettiger. Okay, die erste ist dann kleiner als drei. Die andere ist drei und die andere ist größer als drei, also die acht. Ein mechanischer Zeitzünder. Aufgerollte Lunden. Ich habe den Zeitzünder einer Bombe gefunden. Sie sind Terroristen, nicht wahr? Unterdrückerische Kräfte sind einer zivilisierten Unterredung nicht fähig. Sie verstehen nur Propaganda. Sie sind Mörder. In erster Linie sind wir freie Menschen. Frei von moralischen Zwängen eines Systems, das jeden ausbeutet. Ganz im Gegensatz zu Ihnen. Sie sind doch nur ein armes, kleines Schäflein, das ohne seine Herde verloren ist. Aleko, sag ihm, dass wir da nicht wieder hingehen. Aus meinem Bruder spricht die Weisheit eines freien Mannes. Wenn sie gekommen sind, um uns zu töten, dann tun sie, was sie nicht lassen können. Aber wir werden ihnen nicht folgen. Wir wurden einmal getäuscht. Und es wird kein zweites Mal geben. Sie irren sich. Ich bin kein Mörder. Dann sind sie sogar noch dümmer, als ich dachte. Sie wissen nicht einmal, warum sie hier sind. Ich bedauere sie. Sie sind sogar noch blinder als ich. Haben Sie das Haus des Richters in London in die Luft gesprengt? Die Justiz und ihre Repräsentanten sind die größten Heuchler dieses Landes. Richter Beckett war einer von ihnen. Gott sei Dank war es nicht. Wir haben die Bombe gebaut, aber wir waren es nicht, die sie dort platziert haben. Der Auftraggeber hat das selbst in die Hand genommen. Wer? Ja, ne mogu bolche derte takuju bo. Sehen wir uns die Wunden meines Bruders an. Er hat starke Schmerzen. Nein, rühren Sie sich nicht vom Fleck. Ich bin Arzt, ich erledige das. Ach, wenn ich doch nur genug Zeit gehabt hätte, meine Arzttasche mitzunehmen. Nehmen Sie diesen Schlüssel. Er ist für den Medikamentenschrank. Wenn Sie wirklich Arzt sind, können Sie meinem Bruder helfen. Klar, wir operieren den mal eben hier. Überhaupt kein Thema. Okay, da kann ich nichts mit rausnehmen. Wo war nochmal? Da war der Medizinschrank. Wasserstoffperoxid. Häufig schön. Als Bleichmittel verwendet. Es eignet sich auch zum Desinfizieren. Ja. Viel ist nicht mehr übrig. Naja, wird schon das reichen. Das wird mir weiterhelfen. Mega Medizinschrank, muss ich sagen. Ja, dann komm mal her. Nein, damit lassen sich die Wunden nicht behandeln. Nein, damit lassen sich die Wunden nicht behandeln. Was? Wir haben ihnen nichts zu... Ach so, vielleicht erst mit Wodka? Ich sage nichts! Wir haben ihnen nicht... Damit lassen... Hä? Ja, aber ich... Hä? Ja, aber damit lassen sich doch die Wunden behandeln. Oh. Oh. Nein, damit lassen sich die Wunden nicht behandeln. Nein, da... Du willst mich jetzt verarschen. Ach so. Jetzt aber, ne? Der Verband sollte gegen die Entzündung helfen. Danke. Der Auftraggeber für die Bombe.
Um wen handelt es sich? Sie gehören nicht seiner Organisation an? Welche Organisation? Deren Anführer er ist. Die für unseren Zustand verantwortlich ist. Die uns gefoltert hat. Warum wurden Sie gefoltert? Damit wir unseren Mund halten. Ich verstehe. Der Kopf einer kriminellen Vereinigung hat eine Bombe bauen lassen, die er dann in Richter Beckets Haus platziert hat. Nach dem Anschlag ließ er sie foltern, damit sie nicht reden. Ja. Und warum Richter Beckett? Er war im Besitz belastender Beweise gegen den Auftraggeber. Aber um wen in Gottes Namen handelt es sich? Ihnen den Namen zu verraten, wäre unser Todesurteil. Ach komm schon, ich verrate auch keinen weiter. Wir haben Ihnen nichts zu sagen. Okay. Ich frage mich, was Holmes gerade... Ja, frage ich mich auch die ganze Zeit. So, wir haben vieles rausgekriegt, aber... Sonst ist hier auch nichts. Okay. Dann mal wieder zu Holmes. Aber ich wüsste auch nicht mehr, was ich hier machen soll. Es fehlt ein Zahnrad und die Wand ist hohl. Da habe ich alles angeguckt, ne? Diese Wand klingt... Ich muss ja irgendwie die Wand aufkriegen. Hier kann ich nichts mehr dran machen. Kann ich dem Watson Bescheid sagen? Ich kann Watson rufen, falls ich ihn brauche. Ja, ich brauche ihn. Ich kann Watson rufen. Ich kann Watson. Also. Ich weiß nicht, was ich sonst noch hier machen sollte. Ich habe ja nicht viele Möglichkeiten. Die Wand kaputt machen, ja. Aber er macht ja nichts. Diese Wand klickt. Diese Wand. Diese Wand. Ach, jetzt? Das habe ich doch schon ausprobiert gehabt. Du willst mich doch verarschen. In der Wand befindet sich ein Stahlträger. Sehr gut. Das Holzgerüst der falschen Wand wird von einem Stahlträger gehalten. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. So, das Seil ist festgemacht. Okay. Hatte ich doch richtig. Das zweite Zahnrad fehlt. Vielleicht ist es irgendwo im unteren Teil der Wassermühle. Im unteren Teil. Watson! Watson! Sind Sie schon fertig? Ich muss den Mahlstein wieder zum Laufen bringen. Aber offenbar fehlt ein Zahnrad für den Mechanismus. Ich sehe mich unten um. Vielleicht ist es hier. Ja. Und beeilen Sie sich. Wir sollten uns ja nicht allzu lange aufhalten. Jetzt kann ich nichts weiter tun, als auf Watson zu warten. Alles klärchen. Aber unten war ja nichts. Oder darf ich jetzt was anderes angucken? Die Achse verbindet das Rad mit dem Mahlstein, der sich im Obergeschoss befinden muss. Dafür gibt es keinen Grund. Dafür gibt es keinen Grund. Ja,
Weiß einer von Ihnen, wo das fehlende Zahnrad ist? Ich glaube, unter dem Holzstapel neben dem Kamin. Aha. Ein Zahnrad. Ich muss Holmes Bescheid sagen. Mach ich. Holmes? Ich brauche etwas. Hier. Danke, Watson. Sehr gut. Gute Teamarbeit. Immer wieder gern. So, jetzt haben wir das Zahnrad. Aber ich... Boah, das ist wieder mal... Du musst erst das eine, dann das andere. Und dann kannst du das andere weitermachen. Verstehst du? Was war das für ein Geräusch? Es ist alles in Ordnung. Oh. Mal sehen, was sich hinter der Wand verdeckt. Oh. Hallöchen. Na du? Wie geht's dir? Eine Leiche, ich wusste es. Der Zauberer wurde hier eingemauert. Ach, das ist der Zauberer. Nett. Ja, schön. Und nu? Eine Leiche. Ach da. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt wird es Zeit, diesen Ort zu zerstören. Mehr brauchtest du nicht? Ein Zettel von einer Leiche? Ort zerstören? Watson? Watson? Komm, wir gehen. Watson? Nein, lieber nicht. Dann nicht. Dann, zerstören wir mal den Ort. Wie zerstören wir den denn? Mit Feuer, denke ich. Ach, mit dem Lampenöl vielleicht. Was riecht hier so? Das ist doch Öl. Ja. Holmes, was machen Sie da oben? Sherlock Holmes ist hier? Nein. Ich bleibe nicht hier. Ich auch nicht. Helft mir hier raus. Keine Bewegung. Sie können uns nicht aufhalten. Sherlock Holmes ist sehr gefährlich. Ich werde hier nicht darauf warten, getötet zu werden. Was für ein Unsinn. Was reden Sie da überhaupt? Sie wissen nicht, zu was er fähig ist. Was machen Sie hier, Doktor? Her mit der Pistole. Wo ist Mr. Holmes? Sie rühren sich nicht vom Fleck. Werde ich verhaftet? Nein, Doktor, natürlich nicht. Kommen Sie rein, Inspektor. Meiner Frau hat Ihre letzte Geschichte im Strand-Magazin gut gefallen, Doktor. Was für ein Abenteuer. Schreiben Sie eines Tages auch über diesen Fall? Klar doch. Also, das weiß ich noch nicht. Aber es freut mich wirklich ausgesprochen, dass Ihrer Frau meine Schreibarbeit so gut gefällt, Constable. Um Himmels Willen, was war das? Inspektor Baines ist tot. Die Wassermühle brennt. Sag mal, was geht denn hier ab? Holmes konnte der Polizei entkommen. Er hat mich von Anfang an getäuscht. Ich will gar nicht daran denken, dass ich indirekt an seinen Verbrechen beteiligt war. Was? Was? Wo ist Tobi? Tobi ist weg. Oh Mann, das wird ja immer verworrener. Holmes Pfeife.
Sie ist zerbrochen. Ist mir das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich nicht. Reporter. Letzte Meldung. Sherlock Holmes für den Mord an Inspektor Baines von Scotland Yard gesucht. Oh mein Gott. Der hochrangige Scotland Yard Mitarbeiter Inspektor Baines wurde gestern bei einer Razzia in einer Wassermühle außerhalb von London von dem berühmten Detektiv Sherlock Holmes kaltblütig ermordet. Ja, das kann man so ja gar nicht sagen. Ich meine, deutet alles darauf hin, aber es gibt keine Beweise. Es war ja nur der Barnes und der Sherlock oben. In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass Mr. Holmes als Hauptverdächtiger des Bombenattentats gilt, bei dem Sir Beckett, Richter von High Court of Justiz, ums Leben kam. Mr. Holmes konnte fliehen, nachdem er die Wassermühle, die ihm als Unterschlupf diente, in Brand gesetzt hatte. Bei Redaktionsschluss standen noch keine weiteren Details fest. Scotland Yard möchte sich dazu noch nicht äußern. Weitere Einzelheiten höchstwahrscheinlich in der morgigen Ausgabe. Die Zeitung von heute. Mrs. Hudson hat sie wahrscheinlich früh am Morgen hier hingelegt. Auf der Titelseite die Ermordung von Baines. Die Nachricht hat sich schnell verbreitet. Der arme Mann wurde aus nächster Nähe erschossen. Er hat lange an Holmes festgehalten und das hat ihn wohl das Leben gekostet. Wir denken, dass wir die Menschen um uns herum, die uns nahestehen und die an unserem Alltagsleben teilhaben, gut kennen. Eltern, Kollegen, Gefährten, Freunde. Dann passiert etwas Unerwartetes. Und die Scheuklappen, die wir so lange getragen haben, werden uns von den Augen gerissen. Und genau in diesem Moment erkennen wir schließlich das wahre Wesen derjenigen Menschen, die uns am meisten bedeutet haben. Im Falle von Holmes frage ich mich, was hat den Mann, den ich so lange für ehrlich und loyal gehalten habe, dazu veranlasst, sich zu solch barbarischen Verbrechen und einem derart kaltblütigen Mord hinreißen zu lassen? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Aber eins ist sicher. Bis heute hatte ich einen Freund. Was war das für ein Geräusch? Es kam aus der Wohnung, da bin ich mir sicher.